Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Es rappelt im Karton. Sie wurden als Verschwörungstheoretikerin abgestempelt. Wie fühlt es sich an, wenn man endlich Recht bekommt, verleumdet worden zu sein und vor Gericht geht? Nun, wenn Sie denken, dass ich eine Verschwörungstheoretikerin bin, müssen Sie etwas lernen, nämlich dass die Mehrheit der Menschen in Amerika das auch ist. Denn wir alle sehen, was vor sich geht, und ich bin bereit, vor Gericht zu gehen und zu beweisen, was Sie falsch gemacht haben. Wir haben eine Reihe von Anklagepunkten, von denen wir hoffen, sie vor Gericht vorbringen zu können. Wir werden uns mit zwei davon befassen und wir werden beweisen, dass Sie den Wahltag sabotiert haben und dass Sie dies mit Absicht getan haben und dass Sie sich nicht an die gesetzlichen Vorschriften gehalten haben. Wir haben gesetzliche Vorschriften erlassen, um unsere geheimen Wahlen zu schützen. Sie haben sie nicht befolgt. 300.000 Stimmzettel, für die es keine Beweiskette gibt. Wenn wir uns nicht an die Beweiskette halten, wenn wir die Unterschrift nicht überprüfen und wenn wir die Briefwahlen zulassen, dann haben wir ein System, das absolut keine Sicherheit und keine Integrität hat. Und die Menschen werden es nicht mehr hinnehmen. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit den Tatsachen auseinandersetzen, dass unsere Wahlen in Arizona eine Lachnummer sind. Und eigentlich auch in anderen Staaten. Und so glauben wir, dass wir in diesem Fall gewinnen können. Und wir können hoffentlich auf andere Staaten ausstrahlen, die sich mit Wahlsicherheit und Wahlintegrität befassen.